Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Heute geht es weiter mit unserer Team-Battle zwischen Team Unicorn und den Zahlentypen aus Sechsal. In der ersten Runde hat sich André sehr gut geschlagen und einen ersten Sieg für Team Unicorn gegen Trey herausgekämpft. Heute steigen wir in die zweite Runde ein. Irgendwie ist diese Anmoderation total daneben, weil ich immer mitten im Satz merke, verdammt, das, was du eigentlich sagen wolltest, kannst du so gar nicht sagen. Das klingt total bescheuert. Wie machst du denn den Satz jetzt weiter? Deswegen ständig diese Pausen, das ist ganz furchtbar. Wie dem auch sei. Jetzt heißt es Breo gegen Quattro. Jetzt heißt es das Geistungeheuer gegen die Schattenschattenpuppe. Und jetzt ist es Zeit für ein Duell. Quattro will das Duell beginnen, das sind schon mal keine guten Vorzeichen. Zwei sehr gute Karten schon mal auf der Hand. Ohne dass ich weiß, was die anderen jetzt so bewirken. Ich weiß nur, diese scheiß Schattenpuppen von Quattro, die haben uns im Kampagnenmodus schon echt Ärger bereitet. Das wird sich hier nicht geändert haben. Welche Karte könnten wir denn aktivieren? Ach, den mystischen Space Typhoon. Ja, warten wir erstmal ab. Immer mit der Ruhe. Lass uns erstmal unsere Karten ziehen. Lass uns erstmal eine Strategie formulieren, bevor wir anfangen, das Spielfeld zu sprengen. Was haben wir denn im Extra-Deck sitzen? Geist, Ungeheuer, Ulti, Kanahawk. Muss als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du die oben aufgeführten Karten verbannst, die du kontrollierst, und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die Zauberkarte Polymerisation wird nicht benötigt. Einmal pro Spielzug. Du kannst zwei deiner verbannten Geist-Ungeheuer-Karten wählen. Lege sie auf den Friedhof zurück und falls du dies tust, füge deiner Hand eine Geist-Ungeheuer-Karte von deinem Deck hinzu. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers. Du kannst diese Karte, die du kontrollierst, ins Extra-Deck zurücklegen und dann zwei deiner verbannten Monster, einen Geist-Ungeheuer-Zähmer und einen Geist-Ungeheuer-Avatar wählen. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Ich kann ihn also quasi rufen und ihn dann wieder wegschicken. Ohne irgendwas einzubüßen dabei. Geist, Ungeheuer, Ulti, Apellio. Muss als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du die oben aufgeführten Karten verbannst, die du kontrollierst, und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die Zauberkarte Polymerisation wird nicht benötigt. Falls diese Karte angreift, bleibt sie bis zum Ende des Damage-Steps von anderen Karteneffekten unberührt. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers. Du kannst diese Karte, die du kontrollierst, ins Extra-Deck zurücklegen und dann zwei deiner verbannten Monster, einen Geist-Ungeheuer-Zähmer-Monster und ein Geist-Ungeheuer-Avatar-Monster wählen. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Und dann haben wir hier noch Geist-Ungeheuer-Ulti-Petalfin. Muss als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du die oben aufgeführten Karten verbannst, die du kontrollierst, und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Die Zauberkarte Polymerisation wird nicht benötigt. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers. Du kannst diese Karte, die du kontrollierst, ins Extra-Deck zurücklegen und dann zwei deiner verbannten Monster, ein Geist-Ungeheuer-Zähmer-Monster und ein Geist-Ungeheuer-Avatar-Monster wählen. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Ich kann also munter zwischen meinen Monstern hin und her switchen. Was hat er da liegen? Schattenpuppe Squamata. Flip! Du kannst ein Monster auf dem Spielfeld wählen, zerstöre es. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Schattenpuppe-Karte von deinem Deck auf den Friedhof legen, außer Schattenpuppe Squamata. Du kannst nur einen Effekt von Schattenpuppe Squamata pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Geistungeheuer-Zähmerin Lara. Falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Geistungeheuer-Monster in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst nur einmal pro Spielzug ein oder mehr Geist-Ungeheuer-Zähmerin Lara als Spezialbeschwörung beschwören.
Geistungeheuer Avatar Apelio. Einmal pro Spielzug während des Spielzuges eines beliebigen Spielers. Du kannst ein Geistungeheuer-Karte von deinem Friedhof verbannen. Für den Rest dieses Spielzuges werden alle Geistungeheuer-Monster, die du kontrollierst, 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte erhalten. Du kannst nur einmal pro Spielzug einen oder mehr Geistungeheuer Avatar Apelio als Spezialbeschwörung beschwören. Geistungeheuer Avatar Kanahawk. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Geistungeheuer-Karte offen von deinem Deck verbannen. Füge die durch diesen Effekt verbannte Karte während deiner zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung dieses Effekts deiner Hand hinzu. Du kannst nur einmal pro Spielzug ein oder mehr Geistungeheuer Avatar Kanahawk als Spezialbeschwörung beschwören. Und Makrokosmos. Wenn diese Karte aufgelöst wird, du kannst ein Helios, die ursprüngliche Sonne, als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck beschwören. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, wird jede Karte, die auf den Friedhof gelegt wird, stattdessen verbannt. Einmal verdeckt aufs Spielfeld, bitte. Anschließend... bitte die Karte da weg. Fuck. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert gerade, ne? Okay, ich gehe mal das Risiko, ein bisschen Schaden zu nehmen, um mir dafür eine Karte auf die Hand holen zu können. Und zwar, oh Gott, das muss ich... Geistungeheuer Avatar Petalfin. Einmal pro Spielzug, du kannst eine Geistungeheuer-Karte von deiner Hand verbannen und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert. Gib sie auf die Hand zurück, das ist nicht schlecht. Geistungeheuer-Zähmerin Wenn. Wenn diese Karte normal beschworen wird, du kannst eines deiner verbannten Geistungeheuer-Monster wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Bla bla bla. Geistungeheuer-Zähmer Ältester. Nachdem du diese Karte als Normalbeschwörung beschworen hast, kannst du während deiner Main-Phase dieses Spielzuges zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung oder deinem Setzen ein Geistungeheuer-Monster als Normalbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug erhalten. Geistungeheuer-Hinterhalt. Wähle eines deiner Geistungeheuer-Zähmer-Monster und eines deiner Geistungeheuer-Avatar-Monster, die verbannt sind und oder in deinem Friedhof liegen. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Nachdem diese Karte aktiviert wurde, kannst du für den Rest dieses Spielzuges keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Geistungeheuer-Monstern. Du kannst nur einen Geistungeheuer-Hinterhalt pro Spielzug aktivieren. Geistungeheuer-Rösser. Falls du ein Geistungeheuer-Monster kontrollierst, zerstöre Monster auf dem Spielfeld bis zur Anzahl der Geistungeheuer-Monster, die du derzeit kontrollierst. Das ist nicht schlecht. Das ist ja der Hinterhalt. Geistungeheuer-Verbindung. Verbanne zwei Geistungeheuer-Monster, die du kontrollierst. Beschwöre ein Geistungeheuer-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Zähmer. Apelio, Zähmer Wen, Ältester, Rösser, Verbindung, Zähmerin. Nehmen wir die Rösser, oder? Die können uns potenziell noch sehr nützlich werden. So, Zug beendet. Raigeki spare ich mir noch auf. Ich will, dass er was Stärkeres da liegen hat. Was passiert da gerade? Okay. Okay. Jetzt müssen wir erstmal durchgehen. Was hat er denn jetzt hier alles gemacht? Düstere Schattenspiele. Lege eine Schattenpuppe-Karte von deinem Deck auf den Friedhof.
Dann kannst du eine beliebige Anzahl Schattenpuppe-Monster in verdeckter Verteidigungsposition, die du kontrollierst, in die offene Verteidigungsposition ändern. Schattenpuppe Falco. Flip. Du kannst ein Schattenpuppe-Monster in deinem Friedhof wählen, außer Schattenpuppe Falco. Beschwöre es als Spezialbeschwörung in die verdeckte Verteidigungsposition. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst sie als Spezialbeschwörung in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Du kannst nur einen Effekt von Schattenpuppe Falco pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Layla, lichtverpflichtete Zauberin. Du kannst eine Zauber- oder Fallenkarte wählen, die dein Gegner kontrolliert. Die Kampfposition dieser Karte kann bis zum Ende deines nächsten Spielzuges nicht geändert werden. Zusätzlich ändere diese Karte, die du kontrollierst, aus der offenen Angriffsposition in die offene Verteidigungsposition und falls du dies tust, zerstöre das gewählte Ziel. Einmal pro Spielzug während deiner Endphase lege die obersten drei Karten deines Decks auf den Friedhof. Schattenpuppenfusion. Beschwöre ein Schattenpuppe-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dabei Monster von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Falls dein Gegner ein oder mehr Monster kontrolliert, die als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurden, kannst du auch Monster in deinem Deck als Fusionsmaterial verwenden. Du kannst nur eine Schattenpuppenfusion pro Spielzug aktivieren. Und Schattenpuppe Ungeheuer. Flip. Du kannst zwei Karten ziehen, dann eine Karte abwerfen. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Karte ziehen. Du kannst nur einen Effekt von Schattenpuppe Ungeheuer pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Und auf dem Spielfeld liegen L-Schattenpuppe Konstrukt. Muss zuerst als Fusionsbeschwörung beschworen werden. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Schattenpuppe-Karte von deinem Deck auf den Friedhof legen. Am Beginn des Damage-Steps, falls diese Karte gegen ein als Spezialbeschwörung beschworenes Monster kämpft, zerstöre das Monster. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Schattenpuppe-Zauber- oder Fallenkarte in deinem Friedhof wählen, füge sie deiner Hand hinzu. Roidiki! Bum, bum, bum. Aktiviert natürlich jetzt drei Effekte. Aber das Wichtigste war tatsächlich, dieses Konstrukt erstmal vom Spielfeld zu kriegen. Falco ist wieder da. 1400 Punkte. Okay. Ein Geist und Geheuermonster in deinem Friedhof wählen und als Spezialbeschwörung beschwören. Zehnmal Lara und ich habe Kanahawk da liegen. Ergo rufe ich jetzt Lara und aktiviere ihren Effekt, um Kanahawk vom Friedhof aufs Spielfeld zurückzuholen. Jetzt habe ich einen Geistungeheuer Zema und einen Geistungeheuer Avatar auf dem Spielfeld und kann eine Spezialbeschwörung starten. Vorher aktiviere ich natürlich seinen Effekt nochmal und hole mir noch eine weitere Karte auf die Hand. Nehmen wir diesmal den Delfin. So, und dann zack. Fusion. Kontaktfusion, wohlgemerkt, wie bei den Neospatians. Natürlich in den Angriffsmodus. Was auch sonst. Und Angriff. Hau ihn weg. Ist ja nur Falco. Und ich beende meinen Zug. Da kommt die nächste Schattenpuppenfusion. Blöd. Weil das Konstrukt ja jetzt wieder... Ach Mann, ist das nervig. Ich warte erstmal.
bis das fertig hat. Ach ja, er darf ja sogar vom Deck beschwören. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn ich jetzt natürlich Petelfin rufe, es geht aber nur während ich sorry. Falco fängt auch an zu nerven. Verdammter Mist. Wähle eins deiner Geistung oder Zähmer und einen meiner Avatar-Monster, die verbannt sind oder in meinem Friedhof liegen. Die Karte verdeckt, die Karte verdeckt. Das ist wieder Falco da, ne? Und Geistungeheuer Avatar Apelio in den Angriffsmodus. Was macht denn der Drache eigentlich? Schattenpuppe Drache. Flip. Du kannst eine Karte wählen, die deinen Gegner kontrolliert, gib sie auf die Hand zurück. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt aus dem Friedhof gelegt wird, du kannst eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Du kannst nur einen Effekt von Schattenpuppe Drache pro Spielzug verwenden, unter dem Spielzug nur einmal. Was hat Falco für einen Effekt? Ein Schattenpuppe-Monster außer Schattenpuppe Falco in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Das ist natürlich noch fieser. Als das andere. Eine Zauberfallenkarte auf dem Spielfeld wählen. Warte mal. Alles gut. Es ist alles gut. So. Angriff. Auf den verdeckten Falco natürlich. Tschüss. Ich sagte tschüss, du dumme Sau. Höchstwahrscheinlich wird mein Plan nicht aufgehen, weil er gleich das nächste Konstrukt ruft, aber naja, was soll's. Ich lasse ihn erstmal machen, da. Ja, da ist El Schattenpuppe Konstrukt von mir aus. Jetzt aktivieren wir unsere Karten. Und zwar als allererstes den Geistungeheuer Hinterhalt. Den Delfin kriege ich ja sowieso gleich auf die Hand, ne? Also hole ich mir doch Kanahawk. Zack. Und zack. So. Als nächstes aktiviere ich natürlich die Geistungeheuerrösser. Und sage tschüss alle drei bösen Monster da.
Das aktiviert jetzt natürlich wieder Schattenpuppeneffekte. Friedhof verbannen und mit alle meine Geistungeheuer zusätzliche Power kriegen. Nee, das ist gerade nicht nötig. Ja, da kommt das Konstrukt wieder. Das war zu erwarten. Das war bedauerlicherweise zu erwarten, dass er die gleich wiederholt. Und gleich wieder eine Karte verdeckt, der dumme Sack. So, aber ich krieg jetzt den Telfin. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt zum Gegenangriff ausholen. Als allererstes Mystical Space Typhoon, um die Karte da zu zerstören. Schattenpuppenkern. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als Effektmonster. Als du auf diese Weise Beschwörung kannst du dieses Monster anstelle von einem Fusionsmaterial in einer Schattenpuppenfusion verwenden. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine Schattenpuppe, Zauber oder Fallenkarte in deinem verschissenen Friedhof wählen, um sie wieder auf die Hand zu nehmen? Das kann doch nicht wahr sein! Oh, guck mal, die Schattenpuppenfusion ist wieder da. Ah, was auch sonst. Blöder Wichser. Sorry. Na gut, so, als nächstes. Beschwöre ich Geistungeheuer Avatar Petelfin in den Angriffsmodus. Versetze Cannahawk natürlich auch in den Angriffsmodus. Dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren. Ich möchte mir noch einen Petelfin holen. Vielleicht können wir den ja nochmal nutzen dann. So, was haben wir denn hier im Friedhof? Aktivieren wir doch den Effekt einfach mal. Und schicken den Hinterhalt mal weg. Zack. So, anschließend aktivieren wir den Delfin-Effekt. Schmeißen die Karte weg und sagen Bye-bye-Konstrukt. Immerhin etwas. Und dann greifen wir an. Ich werde vielleicht nicht gewinnen. Aber ich bin doch ein ganz schönes Ärgernis für ihn gerade, oder? Ja, das... immerhin, ne? Da kommt jetzt gleich der nächste Konter. Erstmal haut er meinen Petelfin weg, dann holt er sich das Konstrukt. Aber was soll's. Was? Echt jetzt? Notfall-Teleport. Beschwöre ein Monster von Typ Psi der Stufe 3 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Man verbanne es während der Endphase dieses Spielzuges. Stufe 3 Psi. Mach ich. Dann nehme ich Wen oder den Ältesten. Na gut, die funktionieren sowieso nur als Normalbeschwörung, ne? Am sinnvollsten ist, glaube ich, Wen. In den Angriffsmodus.
Dann aktivieren wir wieder den Effekt von Apellio. Weil, was soll ich sonst machen? Was haben wir denn für Effekte hier überhaupt? Ulti Apellio. Bis zum Ende des Damage das von anderen Karteneffekten unberührt. Ulti Kanahawk. Zwei meiner verbannten Geistungeheuerkarten auf den Friedhof zurück. Dann kann ich meiner Hand eine Geistungeheuerkarte von meinem Deck hinzufügen. Und was macht er hier? Kann ich durch Karteneffekte zerstört werden? Moment. Ich aktiviere mal als allererstes seinen Effekt. Ich muss gerade mal ein bisschen nachdenken. Das ist alles nicht so einfach hier. Es ist gerade ein relativ komplizierter Spielzug, der sich in meinem Gehirn formuliert. Habe ich hier noch zwei 8 liegen und die 1-4 von ihm. Das reicht. Das reicht? Ja, das war doch zwei verbannte Geistungeheuerkarten auf den Friedhof und dann eine Geistungeheuerkarte von meinem Deck. Jo. Also, Spezialbeschwörung. Ich beschwöre Ulti Kanahawk, indem ich Kanahawk und Wen fusioniere. Guten Tag, der Herr. Du wirst natürlich in den Angriffsmodus beschworen, was auch sonst. So, dann aktiviere ich deinen Effekt und wähle zwei meiner verbannten Geistungeheuermonster oder Karten. Ist eigentlich egal. Und zwar wähle ich die beiden. Die gehen wieder in den Friedhof zurück. Patsch, patsch. So, und jetzt holen wir uns eine Geistungeheuerkarte auf die Hand. Und zwar Geistungeheuer-Avatar Apellio. Ist eigentlich egal, welchen wir da nehmen. Dann aktiviere ich nämlich den Effekt von Geistungeheuer-Avatar Petalfish und opfere eine Karte von meiner Hand, eine Geistungeheuer-Karte von meiner Hand. In diesem Fall Geistungeheuer-Avatar Apellio. Das ermöglicht es mir nämlich, eine beliebige Karte, die mein Gegner kontrolliert, auf seine Hand zurückzuschicken. Bye, bye. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, denn jetzt gehen wir in die Battle-Phase und löschen seine Lebenspunkte komplett aus, um die Schattenpuppen ein für alle Mal in die ewige Verdammnis zu schicken. Als allererstes Geistungeheuer-Avatar Petalfish. Direkter Angriff auf die Lebenspunkte. Zack. Geistungeheuer-Ulti-Kanahawk. Direkter Angriff auf die Lebenspunkte. Zack. Und dann Geistungeheuer-Avatar Apellio. Du, der du diesen Sieg eigentlich erst möglich gemacht hast, vernichte ihn. Okay, das war cool. Das hat richtig Spaß gemacht, da am Ende noch diesen Zug rauszuhauen. Ja, es ist ein relativ kompliziertes Deck. Man muss doch schon ein ganz kleines bisschen nachdenken, um damit vernünftig spielen zu können, aber wenn man solche Decks erstmal kapiert hat, dann sind die auf jeden Fall richtig, richtig genial. Ja, und das war schon mal so eine richtige persönliche Genugtuung auch, den Schattenpuppen nochmal richtig schön einen reinzuwürgen, nach dem, was sie uns tatsächlich im Laufe der Kampagne so angetan haben. Und das Geilste ist, wir werden niemals in unserem Leben wieder gegen die Schattenpuppen antreten müssen, weil Quattro ja nur einmal als Gegner vorkommt. Doppelter Bonus. Das war auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir herausfinden, ob es Quinten vielleicht gelingt, die Ehre der Nummernamen zu retten im abschließenden
im dritten Duell zwischen Team Unicorn und den Zahlen, wenn er gegen wen kämpft er eigentlich? Warte mal, wer ist denn der dritte nochmal? Ich hab's gleich. André Breon und Jean. Jean ist der dritte. Oder Jean, oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das nächste Duell, ist ja klar, ne? Jean gegen Quinten. Bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Bis dann.